Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Element 4L. Das, was ihr gerade eben wahrscheinlich gesehen habt, war wieder, also war nicht wieder, sondern war eine Zusammenfassung davon, wie ich den ganzen Shit, den wir bis dann gemacht haben, nachgespielt habe, ohne irgendwelche Soul Sparks aufzuheben. Soul Parts, Sparks, irgendwie sowas in die Richtung, weil es hat irgendwie meinen Speicherspielstand zerfetzt. Auf jeden Fall, jetzt sind wir wieder hier im wahrscheinlich letzten Level von Part 3 oder so. Ich wusste es. Darum können wir uns ja auch mal kümmern. Wenn wir ja schon jetzt in der Aufnahme sind. Komm. Da. Ja, danke. Oh, verdammt. Ich hoffe, das Level haben wir nicht schon gemacht. Wobei es mir gerade so vorkommt. Also so, als würde ich das schon kennen. Aber egal. Wir sind jetzt hier. Wir machen das jetzt. Und gut ist. Up we go. Naja, ein bisschen langsam. Okay, und da ist schon wieder eine Lore. Oder auch nicht. Doch, das haben wir doch schon gemacht, oder? Egal, wie gesagt. Dann machen wir es halt nochmal. Wupp. Und jetzt müssen wir uns hier beeilen. Verkackt natürlich erstmal hochkantig. Lief eigentlich ganz gut bei den Aufnahmen. Also beim Nachspiel meine ich. Was nur eine Aufnahme war, war egal. Ah. Wuff. Und jetzt gib nicht so viel Gummi. Kack, Drecks, Mist. Lore. Oder um mal wieder etwas zu zitieren. Arschwichs, Huren, Bitch. Hat einen Schwanz im Bauch. Okay, das hat jetzt gerade so ziemlich die Atmosphäre ruiniert. Von diesem schönen Spiel. Ich bleib mal mit dem Eiselement drin. Weil das die Lore halt nicht so schnell macht. Mal wieder wunderschön daneben. Nein. Ja super, dann macht das die Lore nicht schnell genug. Nein. This is what I call rebound. Nein. Das war kein Rebound. Das war aber irgendwas. Okay, lassen wir uns nochmal sterben und machen das Ganze noch einmal. Dann muss ich das also doch mit dem Steinelement in der Lore machen. So. Okay. Der hat nicht genug Speed. Nö. Nope. Wir müssen rebounden, sonst geht die Lore halt in die falsche Richtung. Das war kein Rebound, also kein vernünftiger. Komm schon, Game. Please. Please, I say. Nee. Nee. Schöner Flip. Ihr dürft mich ab heute auch Flipper nennen. So. Gib das. Oh, das. Diese dreckige Lore. Obwohl, ich kann nicht beurteilen, ob sie dreckig ist, weil sie halt schwarz ist. Für mich ist sie dreckig. So.
jedes Mal, ne? Ich wollte gerade sagen, ha, ich brauche mir nicht. Aber dann habe ich verkackt. Hey, wach. Beweg dich ein Stück. Wie der Famehold sofort activated ist in der Aufnahme, ne? Boop. Wie wir es einfach nicht schaffen. Irgendwie bin ich zu schnell gerade. Ha! Nein! Ach, komm schon. Mal wieder Game Plus. Okay. Alter. Verloren. Ich weiß nicht, warum die mich so ankotzen. Aber das tun sie. Warum wollte der jetzt nicht nach rechts gehen? Ich habe zweimal nach rechts gedrückt. Nichts ist passiert. Für das Feuer Element. Genau das habe ich gemacht. Ah, schön. Wo bin ich denn da jetzt rausgekommen? Das war definitiv am falschen Ort. Zurückgehen kann ich ja nicht, deswegen muss man das Spiel da rausgesetzt haben. Okay, das hat ja jetzt wunderschön gepasst. Da fände ich das Beste, wenn solche Stellen gescriptet wären. Hätte ich da Stein gemacht, dann wäre ich wieder rausgesprungen, weil ich sonst zu schnell gewesen wäre. Und mit Eis wäre ich da rausgerutscht. Leg dich. Das ist kein Train. Das ist eine Lore. Wie man sieht, mit Stein springe ich dann da raus. Und ich habe nicht genug Stamina, Ausdauer, um dann quasi zweimal Stein zu machen, sodass ich dann da hundertprozentig drinnen bleibe. Ach komm, ey. Das Spiel will mich echt verarschen. Es will mich ausrasten sehen, ne? Hey, hat nur einmal das Feuerelement gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe zweimal drauf gedrückt. So. Es ist immer noch kein Train. Doch. Oh, danke, Witz. Yeah, this is what I call a rebound. Pretty much. Da rüber und da hoch und da runter. Wunderschön. So. Ich kann jetzt mich leider nicht so sehr konzentrieren, was da steht, weil ich mir gerade versuche, wenigstens ein bisschen Mühe zu geben und den fehlenden Skill von Ral eben auszugleichen. Schwupps. Okay, da hätte ich auch einen Stein machen müssen. Ich habe gedacht, das würde noch passen. Aber das hat mal wieder bewiesen. Ich sollte aufhören zu denken.
Was war das? Spiel. Erklär's mir. So, einmal so herum. What the fuck? Irgendwie packt das Spiel gerade ein bisschen herum. Also ihr werdet das jetzt wahrscheinlich nicht wirklich sehen, was ich meine. Weil man das schwer sehen kann. Das muss man fühlen. Aha. Okay, langsam tasten wir uns ran. Diese Ecke packt gerne rum. Wunderschön. Also generell fühlt sich die Ecke, ich sag mal, ab jetzt ziemlich buggy an. Oben ist das South Park. Ups. Ja, das haben wir schon gemacht. Dann tut mir es leid, dass ich das hier gerade nochmal mache. Ich wollte gerade schon meckern, Steini, ne? Oh my, I'm in Jena! Da, da mit dir. Oh, ich hab die ganze Zeit nicht genug Ausdauer. What the fuck? Okay. Komm, Steini! Steini! You're a fucking disgrace. And now do your job. Wie er es nicht hinkriegt, ne? Okay, es war blöd von mir. Da habe ich mir viel zu viel Speed gegeben. Och komm! Das war jetzt aber gemein. So, die brauche ich nicht. Die brauche ich. Verdammt. Jetzt geh da rein. Sei keine Pussy, Stein. Sei keine Pussy. So, was habe ich dann jetzt mitgenommen? Oh! Ich habe aber auch echt Bad Luck, ne? Also. Das muss man mir lassen. Nicht so schnell, verdammt nochmal. Ich und meine Ausdauer. Habe ich schon geschafft, die ganze Ausdauer zu verbrauchen, bevor ich irgendwie gespawnt bin. So, geht doch. Ich hab... Dann so. Da kriegen wir einen Source Park oder irgendwas. Ja, hätte ich das vorher nicht gemacht, dann wäre ich... Hätte ich sowieso nicht gepackt dann. Aber wir sind langsam nach links gerutscht. Ja, wer das ist, aber wir kriegen es noch nicht. Schon wieder. Almost as high as Matt Hoffman. Matt Hoffman. Ich glaube, damals habe ich mir schon mal die Zähne dran ausgebissen, wer Matt Hoffman sein soll. Wahrscheinlich einer von der ersten Apollo-Weltraumreise oder so, und ich weiß es nicht. Stöhle. 42 Elements Lost, aber wir haben Lost Sparks gefunden. Mal endlich. Bounce of Black Wall, 922 Sekunden, 211. Und damit haben wir den dritten Part accomplished, abgeschossen, die Willpower. Und ich würde sagen, an dieser Stelle höre ich dann aber auch auf mit der Aufnahme, weil es war wirklich jetzt genug für mich.
Wir sehen uns beim nächsten Mal, Part 4, Imagination. Logic will get you from A to Z. Imagination will get you to everywhere. Albert Einstein. Das hatten wir auch schon, glaube ich. Okay, wie gesagt, bis dann und ciao mit V. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, sehen wir uns ja vielleicht bei anderen Projekten wieder. Ich werde es dir verraten. Bis dann.